Freunde, der liebe Forks hat jetzt ja wie gesagt einen neuen Kanal, der hat jetzt gerade schon die 10.000 Abos geknackt, mega, mega geil. Aber Freunde, ich habe zu ihm gesagt, wir packen das zusammen, die 15.000 Abonnenten auf seinem Kanal. Und da müsst ihr mir jetzt mal ganz kurz helfen, das wäre mega geil. Geht auf den Kanal von Forks, der ist unten verlinkt, klickt da drauf und lasst alle mal auf jeden Fall ein Abo da. Es würde mich mega, mega freuen und ihn würde es auch mega, mega freuen. Wäre mega geil, wenn ihr das macht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video, es ist echt cool geworden. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Video. Freunde, heute haben wir so etwas Krasses an unsere Teammitglieder geplant, Freunde. Ihr wisst ja, durchrasten.de ist ein etwas größerer Server und ein etwas größerer Server braucht natürlich auch Teammitglieder, die sich um Sachen kümmern, wenn Spieler mal ein Problem hat, wenn irgendwas passiert ist, dann sind immer die Supporter direkt zur Stelle, weil Philipp und ich könnten das niemals alles alleine packen und das Video ist auch so ein bisschen als Dankeschön an unsere Teammitglieder geplant, weil die den Server auch so krass unterstützen, speziell Nico, ich muss mich nochmal einmischen. Das muss ich jetzt nochmal loswerden, bevor das Video weitergeht. Wir haben so etwas Cooles vorbereitet und ich hoffe, wenn das klappt, ja. Freunde, wenn das klappt. Ja, Mann. Oh Mann, das wäre so geil. Deswegen schaut das Video bis zum Ende. Auf jeden Fall. Ich kann euch mal sagen, was wir heute vorhaben, Freunde. Heute werden wir allen Teammitgliedern quasi als Prank die Rechte wegnehmen, dass sie quasi ein normaler Spieler seid auf Durchrasten mit so einem grauen Namen. Und ohne Vorwarnung. Ohne Vorwarnung, ohne irgendwas. Man muss dazu sagen, den guten Apolli haben wir eingeweiht, der weiß über alles Bescheid. Das ist unsere Teamleitung. Ja. Wir sind auf jeden Fall gespannt darauf, wie das Ganze klappt. Oh ja, oh Mann, und die müssen ja denken, wir sind die größten Idioten. Ja. Die helfen uns die ganze Zeit. Wir nehmen denen, ohne etwas zu sagen, die Rechte weg. Wir haben auch gar nicht gesagt, was wir als Begründung nehmen. Wir könnten noch irgendeine lustige Begründung nehmen. Ja, wir können sagen, was kann man denn da mal sagen? Vertrauen ist weg. Ja, das Vertrauen ist weg. Oh Gott. Und Freunde, ihr müsst wissen, das gesamte Team reißt sich täglich den Arsch auf für unseren Server. Ja. Und ohne Scheiß, deswegen auch nochmal ein heftiges Dankeschön an euch. Und es wird einfach so geil. Und es unterstützt uns täglich. Und jetzt ziehen wir die einfach so über den Tisch. Und Freunde, man muss auch nochmal dazu sagen, das Team hat uns auch schon oft genug geprankt. Ganz besonderes Dankeschön gehen, wie gesagt, auch nochmal an unsere Entwickler raus, die sich immer darum kümmern, wenn das ist. Und die eure Tipps und Tricks umsetzen. Falls ihr einen Verbesserungsvorschlag habt, zeigt dem Team doch auf jeden Fall auch mal in dem Video bei der Like-Sparte, wie gern ihr das Team habt. Lasst deswegen doch einfach mal auf jeden Fall ein Like da und einen Kommentar. Das schreibt auf jeden Fall mal ein nettes Kommentar. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon direkt losgehen? Wie machen wir das am besten, Philipp? Ich würde sagen, wir nehmen den jetzt in-game die Rechte weg. Das genau, das mache ich. Das dauert ein bisschen, das macht Philipp. Und danach werde ich auf unseren Teamspeak gehen. Und den mal auf dem Teamspeak die Rechte wegnehmen. Oh Gott. Wirklich, ich bin so gehypt. Ja. Ey, Freunde, deswegen lasst unbedingt mal ein nettes Kommentar da. Das würde sie mega freuen. Die reißen sich ja schon seit über 2,5 Jahren gibt es ja schon Durchrasten. Nee, 3,5 fast. Ja. 3,5 Jahre gibt es fast Durchrasten. Schon. Und die reißen sich so hart schon den Arsch auf für eure Ideen und für euer... ihr seid einfach da und das ist mega nice. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich nehme den jetzt im Hintergrund die Rechte weg. Und oh, das wird schon cool, wenn die gleich sehen, dass sie in-game keine Rechte haben. Ich bin ja auf jeden Fall schon auf dem Server. Das könnte auf jeden Fall gleich sehr, sehr interessant werden. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Freunde, würde mich mega, mega freuen. Und wie gesagt, zeigt unseren Teammitgliedern, wie gern ihr sie habt. Falls ihr Teamspeak nicht kennt, wenn man einen Rang weggenommen hat, also quasi dann als Supporter seinen Supporter-Rang, dann hört man das. Man hört quasi, yo, mir wurde gerade ein Recht weggenommen. Philipp, ich zeig das mal. Nehme doch mal kurz das auf. Das heißt, stellt euch vor, die ganzen Supporter sind gerade auf dem Teamspeak und die ganzen Moderatoren. Und die nehmen wir jetzt einfach die Rechte weg. Und wenn wir das machen, hört sich das genau so an. So, und da denkt man sich, das hört man sofort, wenn man das Recht mit wegbekommen kommt. Und was denkt man sich so? Man ahnt nichts Böses und auf einmal einfach Server Group. Manche sind sogar im Support. Oh Gott, das wird so. Wie gesagt, der Einzige, den wir eingeweiht haben, ist der gute Apolli. Auf jeden Fall danke, dass du da so mitmachst. Und er hat uns auch noch ein, zwei Tipps gegeben, wie wir das am besten machen können. Auf jeden Fall wird das jetzt gleich sehr interessant. Wie vielen Teammitgliedern hast du schon die Rechte in-game weggenommen, Philipp? Also ich denke, ich habe gleich die Liste durch. Ich würde gleich sagen, ich habe die Liste gleich durch. Okay, gut. Oh Gott, der Support ist so voll. Oh mein Gott. Die werden
so denken, dass wir die größten Idioten sind. Ja. Oh mein Gott, Wilko. Oh Mann. Okay, 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 okay. Switch auf den Teamspeak, würde ich sagen. Ja. Ich müsste jetzt, warte kurz. So, ich jetzt habe ich. Ganz kurz auf den Teamspeak. Ja. Muss ich ganz kurz hier. Ich habe jetzt gerade aus Versehen meinen Facecam-Rahmen weggemacht, Freunde. So, und ich bin eine echt Sekunde. Gespannt, dann muss ich einmal hier auf den Teamspeak. Relativ kompliziert, Freunde. Wir müssen wissen, ich habe zwei Monitore. So, dann packe ich das Ganze auf den Monitor und dann müsste ich eigentlich, eine Sekunde, Freunde. So, nee, das war der falsche Monitor. So, Freunde. Ist immer relativ komisch, Freunde. Also, jetzt sind wir hier quasi auf dem Teamspeak. Das ist unser Teamspeak und ich muss könnt ihr auch mal abchecken. Muss es auf den anderen Monitor ziehen. Jetzt sind wir gerade auf unserem Teamspeak. Das ist quasi der Sprachchat, sage ich mal, von unserem Server. Da können sich User mit Supportern unterhalten. Oder auch mit uns. Manchmal unterhalten wir uns auch mit euch. Ist immer relativ cool. Und check den ab. Die IP ist ganz so. Ich kann das auch mal ein bisschen zeigen hier. Und ich würde sagen, viele gerade da. Ich fange jetzt mal direkt an. Ja, und nimm den ersten. Siehst du, die sind alle in den Supportraum. Ich mach's mal hier drüber. Eine Sekunde. Ein Moment. Ich gehe auf Servergruppen. Ihr müsst wissen, die Teamspeak-Technik macht eigentlich immer der gute Domme. Der kümmert sich darum, weil wir haben da nicht so viel Ahnung von. Deswegen muss ich mich hier jetzt ganz kurz zurechtfinden. So sieht das Ganze hier quasi aus. Und jetzt muss ich mal schauen. Dann gehen wir erstmal zu den Moderatoren. Ja, die nimmst du die Rechte weg. Und nehme ich jetzt erstmal die Rechte weg. Oh Gott. Oh Gott. Und oh Gott. Die sind alle nicht eingeweiht. Dann gehe ich hier hin und nehme denen die Rechte weg. Und dann gehe ich noch hier hin und nehme denen die Rechte weg. Freunde, ey, die müssen gerade so. Und dann nehme ich noch denen und nehme denen die Rechte weg. So, jetzt geh schnell auf den Teamspeak und geh mal in den Support. Geh mal in den Support, scroll mal hoch in den Support. Eine Sekunde. Die ganzen hatten alle eben Rechte. Die meisten von denen hatten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, siehst du Linus? Das ist einer unserer Entwickler. Da, der müsste in dem Supportraum sein. Im Supportraum 5. Ja. Okay. Und Freunde, schaut euch an. Er hat gerade den Admin-Vornamen. Oh Gott. Und der weiß auch nichts. Und der hat sich monatelang den Arsch vor unseren Server aufgerissen. Und jetzt auf einmal nehmen wir den einfach die Rechte weg. Oh Gott. Oh Gott, es wird so krass. Und wisst ihr was, Freunde? Wir werden das jetzt auch ein paar Minuten jetzt so lassen. Und die sollen sich schön ärgern und denken, was, die haben uns jetzt die Rechte, der erste ist schon disconnected, oh Gott, oh nein, Wilko, nicht, dass das jetzt, hoffentlich nehmen die uns das nicht so übel, ja. Oh Gott, okay, was machen wir jetzt, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nochmal in die einzelnen Channel, ja. Und gehen da einfach rein und sagen, sorry, das geht jetzt nicht anders, join da einfach rein, ja. Sag das und geh in den nächsten Support und sag das auch, oh. Hallo, was ist passiert, ja, hi. So geht das einfach nicht mehr. Also, ist vorbei. Ja. Na? Ja, ja ist jetzt. So geht das nicht mehr weiter, ne? Also, ihr wisst Bescheid, ne? Oh Gott. Ich kann das gar nicht so lange durchhalten. Ey, ich bin kurz davor, einen Lachkrampf zu bekommen. Ey, die tun mir so leid. Komm, geh nochmal in den einen Channel. Ich glaube, im Support. Warst du hier schon? Ist noch. Das ist auch ein ehemaliger Moderator. Ja, Nico. Ja. Das war's jetzt. Kein Bock mehr darauf, ganz ehrlich. Ja, was hab ich gemacht? Ja, ganz ehrlich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und er sagt auch noch, was habe ich gemacht? Oh. Nein, Freunde, wir fühlen uns jetzt schlecht. Oh Gott, ihr müsst euch allen bei den Teammitgliedern, bedankt euch in den Kommentaren und lasst mir echt ein paar Likes da, weil das glaube ich sie, wenn die das sehen. Oh Gott, Nico. Oh Gott. Was machen wir? Ich würde sagen, wir lösen das noch nicht in dem Video auf, wie die reagieren, oder? Nein. Nein, das machen wir in einem anderen Video, oder? Ja, oder, ja, ich glaube, das sollten wir in einem anderen Video mal machen. Wenn ihr das sehen wollt, wie die reagieren, ich bin mega gespannt. Die werden ja schon echt sauer sein. Ja. Ey, dann schreibt das mal in die Kommentare. Wir werden die gleich nochmal moven und denen sagen, ja, das ist jetzt so, Pech gehabt. Und ey, Nico, tut uns so leid. Du sagst auch noch, ey, was habe ich gemacht? Oh Gott. Oh mein Gott, Wilko, mein schlechtes Gewissen. Oh. Oh. Alter. Also wie gesagt, falls euch das Video gefallen hat und falls ihr den Teammitgliedern mal ein schönes Danke da lassen sollt, lasst ein Like da, schreibt auf jeden Fall ein nettes Kommentar an die und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Genau, checkt den Teamspeak ab. Checkt den Teamspeak ab, checkt unseren Server durchrasten.de ab und schaut auf jeden Fall mal beim Kanal von Fox vorbei, der hat jetzt, wie gesagt, einen eigenen Kanal, wo er täglich Videos bringt. Ich bringe täglich Videos mit mega fresh, Freunde. Und dann war es das mit dem Video. Haut rein, schaut, wie gesagt, beim lieben Fox vorbei. Lasst ein Abo da und dann war es das. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.